Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Mackmürer Gröntee. Heute habe ich eine Neuerscheinung der schwedischen Brennerei Mackmürer hier, und zwar den Gröntee. Ich bin des Schwedischen in Wort und Schrift nicht mächtig, aber selbst bei dem Whisky oder bei diesem Namen dieses Whiskys kann man drauf schließen, dass das wohl was mit Tee zu tun haben soll. Und tatsächlich ist es auch so. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass ich so einen Whisky probiere, der einen gewissen Tee-Einfluss hat. Ich hatte mal hier im Video einen Alta Bane oder Alta Vanya, ein Single Malt Whisky aus der Speyside, der in Fässern nachreifen durfte, die mit Tee gesättigt waren. Das Ganze war von Weems Malts unabhängig abgefüllt und das Ganze hat mir sehr, sehr gut gefallen. Könnt ihr im Anschluss auch gerne mal das Video anschauen. Dass aber eine Brennerei hergeht und experimentiert mit eben mit Tee gesättigten Fässern, das ist mir was Neues. Ich finde es aber umso spannender und bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie dieser Whisky schmeckt. Ja, die Masterblenderin von Mackmürer, die Angela Doratio, die durfte sich hier austoben. Die hat zweierlei Whiskys genommen. Zum einen Ex-Bourbon-Fass gereifte Single Malt Whiskys, zum anderen Virgin Oak gereifte Single Malt Whiskys. Diese wurden miteinander vermählt und dann umgefüllt in ehemalige Oloroso Sherry Fässer. Und die Besonderheit jetzt bei diesem Whisky ist, dass man diese Oloroso Sherry Fässer mit Tee gesättigt hat. Ja, mit japanischem Tee, um genau zu sein. Und da mit vier verschiedenen Teesorten, die alle verschiedene Geschmacksprofile hatten. Von weich über süß bis nussig und vollmundig intensiv. Ja. 46,1 Volumenprozente hatte er. Damit ist er abgefüllt, nachdem er eben 19 Monate in diesen Teefässern nachreifen durfte. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, ist das aktuelle saisonale Release fürs Frühjahr 2020 und liegt preislich bei 52 Euro etwa. Ja, die typische Mackmürer-Flasche mit den großen Buchstaben, der Karton farblich abgesetzt, dass es eben zum Tee passt, alles sehr stimmig, wie immer. Und hier dann auch so ein Teegewächs, so ein japanisches Schriftzeichen. Das ist wahrscheinlich das japanische Schriftzeichen für Tee, also ich würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Time for Tea. Ein klassischer Goldton. Also auf die erste Nase ein typischer Mackmürer. Ich finde, Mackmürer hat vom Brennereicharakter sowas leicht Kräutriges. Und dadurch, dass sehr, sehr oft frische Eiche im Einsatz ist, vor allem frische schwedische Eiche, vermischt sich diese Kräutrigkeit meiner Meinung nach immer mit einer gewissen frischen Holzigkeit. Das ist für mich so typisch, was Mackmürer betrifft, einfach deren Hausstil. Und genau den hat man hier als allererstes auch. Es fällt aber auf, dass der Whisky extrem zart und extrem fein ist. Also von den letzten saisonalen Releases ist das mit Abstand der feinste, der mildeste, der, ich würde jetzt mal sagen, eleganteste. Direkt auch eine Frucht dabei, aber ich tue mich extrem schwer, die zu deuten. Das riecht exotisch. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Apfel oder eine Birne oder eine Zitrone oder eine Mango. Nee, es ist ganz schwer zu greifen. Geht tatsächlich so in die Richtung von Litchi. Hat aber auch Anklänge von Birne, diese Nashi. Und wirklich ganz, ganz, ganz dezent liegt da der Einfluss von Tee hinten dran. Riecht so wie ein Teebeutel. Aber er ist wirklich sehr, sehr mild. Sehr, sehr mild. Hin und wieder wird die Eiche mal stärker. Dann geht die Eiche wieder in den Hintergrund. Wird die Süße stärker. So eine Bonbonsüße, so zuckrig. Zuckerwatte trifft es vielleicht ganz gut. So, den habe ich schon vor 20 Minuten eingeschenkt. Jetzt kommt Vanille dazu, also diese Bonbonsüße, diese Candy-Süße, die wandelt sich jetzt in Vanille. Ui, schöne Vanille. Und dieser Tee macht es extrem angenehm. Der riecht wie so ein Mix aus einem, ja, ich würde jetzt nicht sagen Pfefferminztee. Ich würde eher sagen, so ein Mix aus einem Kamillentee und so einem Rooibos-Vanille-Tee. Das trifft es eigentlich ganz gut. Und Rooibos-Vanille, das ist so eine der wenigen Teesorten neben dem türkischen Apfel, die ich trinke. Ich bin eigentlich voll der Kaffee-Junkie. Aber diese beiden Teesorten, die gehen auch bei mir fit. Skål. So, im ersten Antritt ist es ein Wechselspiel aus
der Süße, der Vanille, aber auch eine gewisse Bitterkeit. Zum einen vom Holz und dann, je weiter es in den Abgang geht, desto bitterer wird er. Das ist einfach der Einfluss der Eiche, ja, neben der Vanille, die sie abgibt, aber auch der Einfluss vom Tee, da gehe ich fast davon aus. Also im ersten Antritt ein Wechselspiel, nach hinten raus gewinnt aber eher die Bitterkeit und das muss man mögen. Ja, da ist einfach der Tee sehr prägnant in Form von sowas Bitterem. Hui, jetzt verändert er sich. Jetzt kriegt er was richtig Moosiges, sowas leicht Modriges. Klingt jetzt negativ, ist es aber nicht, aber im Endeffekt erinnert es mich an so ein bisschen so einen feuchten Keller, so Moosiges. Mit so einer zarten Frische liegt der Tee hinten dran. Jetzt kriegt er tatsächlich so einen Touch von Minze. Also ich korrigiere mich. Der Tee switcht jetzt von Kamille eher zu Pfefferminztee, aber diese Vanille kommt dazu. Also dieser Mix aus Vanille und Pfefferminze, das ist sehr, sehr schön. Ja, die Minze wird sehr stark. Also der ist durchaus komplex, der ist sehr, sehr fein und vielschichtig, muss ich sagen. Also wie gesagt, von den letzten Releases, die rauskamen, ist der definitiv der feinste und ich würde jetzt auch mal sagen, durch den Tee auch der komplexeste. Auch im Geschmack im ersten Antritt, die 46,1 Volumenprozente merkt man überhaupt nicht. Steht keine Altersangabe drauf, nur der liebe Gott weiß, wie alt er ist. Er hat aber Alter, er ist gut gereift für seine ja verhältnismäßig wenigen Jahre. Im ersten Antritt ein schönes Wechselspiel aus einer gewissen Bitterkeit und einer gewissen vanilligen Süße. Je weiter es hinten in den Abgang rausgeht, desto deutlicher wird die Bitterkeit, die einfach zum einen von der Eiche herkommt, zum anderen aber auch vom Tee an sich. Bisschen fehlt mir dieses Minzige. Hätte ich dieses Minzige, das ich in der Nase hatte, noch im Geschmack, dann wäre ich hellauf begeistert. Ist aber auch so ganz cool. Also ich finde ihn wirklich schön. Ist ein nettes, mildes, angenehmes Teil. Daumen hoch für die Experimentierfreude. Ich hoffe, da wird in Zukunft weiterhin mit solchen spannenden Fässern experimentiert. Irgendeiner muss es ja machen, ne? Warum nicht Magmyra? Und ja, ich finde, weil er eben so mild ist und so einfach zugänglich und so angenehm durch den Tee an sich, ist es mit Sicherheit auch ein Whisky, den ihr mal eurer Frau, eurer besseren Hälfte einschenken könnt, um an die Materie Single Malt Whisky heranzuführen. Vielleicht schmeckt eurer besseren Hälfte der Whisky. Ihr könnt mir das gerne mal unten als Feedback in die Kommentare reinschreiben, denn es ist nie verkehrt, bei seiner Partnerin einen Stein im Brett zu haben, wenn der neue Monat anfängt. Whisky wird bestellt, die Pakete kommen an, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also schreibt es mir gerne mal unten rein, wenn ihr es ausprobiert habt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was eure bessere Hälfte zu diesem Magmyra Gröntee sagt. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!